Wunderbar. Ja. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, nämlich Flip Floyd. Herzlich willkommen. Heute erwarten euch natürlich wieder 360 Gramm Unterhaltung pro Seite. Und wir müssen jetzt erstmal uns wieder einen Überblick verschaffen. Was ist los in Twitch Deutschland? Und was wäre da besser als eine Twitch Germany Compilation, German Twitch Compilation? Whee! Twitch Clips Germany, wollte ich sagen. Und hab's doch verkackt. F für Donny. Ich will jetzt mal reingehen und sagen, reingehen in den Aal. Oh Gott, war das furchtbar. So, ich gehe jetzt sterben und ihr guckt euch das an. Boop, boop. Twitch Clips Germany! Okay. Ihr whoop, whoop. Ja. Ich dachte erst legit, das kommt vom Band, Alter. Ja, es war ziemlich gut. Das kommt vom Band. Daran sieht man, dass ich alt bin. Oh, die hängt bei uns im Auto drin. Ey, sorry. Spiel? Ich habe eine Frage. Ja. Ist diese Szene jetzt aus Cyberpunk vor diesem gigantischen Patch-Release oder danach? Würde mich jetzt sehr interessieren. Gute Frage, weiß ich nicht. Weiß bestimmt. Was ist Assassin's Creed? Normalerweise steht doch hier oben immer, was die streamen und hier oben, wer das ist. Steht beides jetzt dieses Mal nicht da. Und dann aber sieht ein bisschen aus wie Assassin's Creed. Oh, Alter, das tut mir gerade richtig weh. Dass er nicht mitgekriegt hat, dass er runtergescrollt ist? Der tut mir gerade richtig weh. Wieso? Nee, das ist ja eindeutig Dark Souls. Ach so, die Assassin's Creed-Frage, okay. Aber ich bin der festen Überzeugung, er hat runtergescrollt und kann deswegen, sieht er oben nicht, was das ist. Ach so, das weiß ich nicht, ja, kann sein. Opa. Hör, warte, was, das geht? Ah. Danke, Six. Das, du einmal ist auf jeden Fall, danke, ja, das... Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Das ist mehr als einfach nur dämlich. Dann ist so eine Karriere direkt beendet. Am nächsten Tag war da auf dem Kanal nur noch so und war schön mit euch. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber es ist mir tatsächlich auch schon mehrmals passiert, weil dann guckst du einmal so kurz in die Top-Kommentare rein, scrollst wieder hoch und dann kriegst du es aber nicht ganz hin. So. Warum ist das unter Wasser? Was ist das überhaupt? Bäm, 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 absoluter Lack. Ich glaube, man muss mal wieder Vollgas spielen, habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht auch das. Er sah ein bisschen aus wie Dave. Für alle, denen das jetzt nichts sagt, er sah ein bisschen wie die Babyface-Version von Dave Grohl aus von NSOK, falls die irgendjemand kennen sollte. Okay. Alter, wie oft war so solche übelsten Skillshots, wenn man so von der Seite eingeblasen, in solchen Momenten so. Hier, wenn der ein bisschen. Ich glaube, Baso ist der Inbegriff von Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Das kann sein. Ich glaube, das ist Baso, Alter. Die ist echt richtig gut geworden, gerade in Valorant so. Ja, ich weiß, dass Dave nicht mehr bei NSOK ist. Ihr dürft ja mal fragen, wem er per WhatsApp als allererstes seinen neuen Track, den er damals vor ein paar Monaten released hatte, gezeigt hat. Bam, Alter. Gustav. Wer genau weiß, dass ich so eine Mucke feiere. Genau, Gustav. Und dann irgendwann mir. Anpustet. Ja, Salt Pepper. Salz und Pfeffer. Kannst du irgendwann heute noch mal Disco... War aber auch die ganze Zeit auf Kante. Ja, Alter, es war der übelste Thrill, Mann. Ich war auch die ganze Zeit so. Oh. War gar nicht lustig. Wir können das so machen. Der dritte Platz 5, der zweite Platz 10, dritte Platz 15 von mir aus. Also insgesamt 30 Euro.
Der erste kriegt halt nichts. So. Boah, Alter. Nee, okay. Das mach ich. Das ist mir zu hart. Das ist mir zu gruselig. Ja, Danson hat einfach... Ja, Mann, Alter. Insane. Oh, da ist es schon angematscht. Oh, lol, das mit dem Eis setzt sich durch. Nicht gut. Es war so klar, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, es wird schlimmer. Ja, aber das ist ja hier gar kein Schwung. Ah, oh, jetzt hat er zu viel Schwung. Jetzt lag es auch auf dem Teppich. Schlimm, wenn da Haare dran sind. Nee, ne? Oh, so ein Haar da dran oder so. Ja. Ein paar Katzenhaare. Nicht auf die Tastatur. Soll, oh Mann. War gerade wirklich, war das bei mir? Nee, das auf seiner Tastatur, weil ich hab's auch gehört. Oh, lol. Hört doch auf, alle damit. Dann müssen wir das auch machen. Der Milchbaum ist clever, die hat sich ein Magnum Mini genommen. Ja. Aua. Oh! Oh. Ah. Oh, mein Zahn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz miese Nummer, Alter. Ei. Ihr müsst das nicht tun. Hat das bei mir irgendwo gelandet? Ja. Irgendwo bei Wex hat das gesehen. Ich glaube, da war ich weiß nicht, wie sehr ich da drauf bin. Ja. Wir suchen euch jetzt. Wo seid ihr? Ja. Yeah. Nein! No way! Mein Mann ist eingeschlafen! Oh fuck! Das ist. Ist das sein Lachen noch? Töten zufällige Menschen! Ja, er ist einfach gestorben, Alter. Ach so, das ist. Du hast den Auftraggeber getötet. Okay. Also, Flo und ich sind im Büro, es klingelt, ja. Und wir sind gerade hochgekommen, weil wir fertig mit Sport waren. Und ich war noch dabei, mich umzuziehen. Und hatte mir gerade meine Hose wieder angezogen. Also Sporthose aus und zieh mir meine Hose an. Flo geht währenddessen schon vorne zur Tür und macht dem Typen auf. Wir haben so einen langen Flur. Also das heißt, Flo steht schon da, angezogen. Postbote steht im Türrahmen. Und ich komme dann den Flur runtergelaufen, weil ich einfach gucken wollte. Und mach mir noch dabei meine Hose zu. Und zog die noch so hoch und mach sie mir zu. Und dann kam so ein Blick vom Postboten so über Flo rüber, so ein Oh. Und in der Sekunde check ich halt genau. Er hat angefangen hat rumzustammeln, Alter. Er hat halt. Er hat legit wahrscheinlich gedacht, Flo hat mir gerade den krassesten Blowjob meines Lebens verpasst und er hat das interrupted, indem er das Paket vorbeibringen wollte. Der würde ich schlafen können. Ja, nee, ich kann ja so viel sagen. Ich habe mich heute vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Also mit wehenden Fahnen habe ich die Straße der dicke Eier gewählt. Der ich kann das, ich sehe mich weit vorne, ich werde nicht verscheißen. Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe mich da ja nicht getraut mitzumachen, weil ich dachte, fuck, diese ganzen Dark Souls Premium Leute. Und dann sind fast alle richtig scheiße. Sorry. Heute war nicht Peter so insane gut? Knallhart. Konzentriert sich, spielen, ja, dann machst du dann eh wieder irgendwelche Gags und dann fällst du irgendwo runter. Nein! Heute nicht! Ich bin im Full-Hard-Try-Modus. Können wir hier mal gucken, für alle, die gerade dabei sind, neu. DLDU. Und ich sag fast jedes Mal Dildo. Donny. Ich spiele nie mit Donny. Vielleicht ist das mal gut. Nicht irgendwie so ein Quatschnamen irgendwie oder sowas Witziges oder so. Oder Anus von Penisbert. Die denken, ich bin immer so ein bisschen, so aus witzig sein, vielleicht da runter und so. Nee, ich bin echt ehrgeizig, Leute. Ich will das fucking, ich will wirklich, ich will hier wirklich. Ich kann jetzt schon sagen, aus Comedy-Sicht ist der Aufbau für die Pointe zu lang. Ja. Weit kommen. So, jetzt kommt nämlich der erste Black Knight. Und ich sag's, wie es ist, ich will den schießen. Im Leben wird das nichts, Bruder. Nein! Ja. Nee, komm! Nein, das ist. Nee, das zählt. Nein! Ja, sad, Alter. Oh, ist das sad, Mann. Nee. 5 Punkte. Das VOD hat eine Stunde Länge. Da ist schon von vornherein klar, da setzen sich die Leute hin. Donny hat verkackt. Ach, scheiß drauf. Mein Gott, ja, ich muss jetzt abhaken. Es tut mir leid. Also, ich werde das jetzt. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich habe das überall beworben, von fast 3000 Leute. Und ich bin in-game nach 20 Minuten gestorben, Mann.
Ich habe den Stream verschoben auf 19 Uhr, damit ich mehr Zeit habe, um richtig weit zu kommen. Kann ich nochmal anfangen? Nein, ne? Das geht nicht. Nee, das sind die Regeln. Scheiß, Mann. Ich grinse äußerlich, aber innerlich rege ich mich so tierisch auf. Ich habe tatsächlich ganze 5 Punkte geschafft. Oh, das ist sad, Mann. Bleib stehen. Nein, er bleibt nicht stehen. Lol, Alter, wenn das im Real Life ist, ist das viel krasser als bei irgendeinem Simulator. Ja. Ah, es war ein ungeiler Move, ne, mein Freund? Ja, das ist auch so lustig. Die können sich ja immer anpöbeln, dann, wenn die auf einer Funkwelle-Dingens-Linie, Bandbreite, wie man auch immer das sagt. Ja. Richtig lustig. Das stimmt. Wirklich richtig lustig. Komm, reicht, Brain. Oh Gott, würde ich diese Funktion abusen. Er ist so ein Assi. Alter, hätte ich sowas, ich würde aus dem Pöbeln gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube, ich dürfte nach kürzester Zeit gar nicht mehr LKW-Fahrer sein. Du würdest verbannt werden aus dem LKW. Ja. Spoils, ja. Einfach so. Ist einfach banned for life aus jeder Funkfrequenz, Alter. Ja. Dinge am Turi. Glaub mal hier ran, aber gib der P, das ist gut. Darf mich dann nur noch mit irgendwelchen Russen streiten. Mir hat mal einer eine. Und dann ist sie aber gegen mein. Und war einfach noch im Boden. Schwamm. Ne. Also sonst geht man eine Runde jagen oder so. Wir müssen auf jeden Fall bald mal. Was? Hä? What? Lol. Hä, was ist passiert? What? Hä, wieso? Was ist passiert? Hä? LOL. Was war ich hier gejagen, hab keinen Bock mehr. Scheiß hast auf Facebook. What the fuck is this shit? Ich hab die ganze Zeit dran gearbeitet. Matteo. Oh Mann, ey. Ich kann zaubern. Mikro. Aber stimmt, Matteos Schuld. Ja. Mikro weg. Have you considered Mikro her. Someone else entirely? Mikro weg. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Effekt hat, ja. Aber nach der OP hat sich Paul schon ein paar richtig schöne Brüste wachsen lassen. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Dieses Kompliment, Paul, hast du übrigens, also dieses Kompliment, Paul, hast du wirklich von einigen Leuten bekommen, möchte ich an dieser Stelle auch kurz betonen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, der damals neu war, ja, nach deiner Entscheidung, sich jetzt für deine hinlängliche Rückverwandlung, würde sich jetzt ganz schön ärgern. Das wird sich im Subcounter aber bemerkbar machen, mein Freund. Ja, ist ja auch schon wieder hart gedroppt. Sag dir das doch. Lass gerne Daumen nach oben da und bis dann. Ja, an der Stelle würde ich vielleicht einmal kurz Feedback geben wollen. Ich finde, das Workout war deutlich zu leicht. Ich konnte ja hier easy mitmachen und bin nicht andersweise in Schwitzen geraten. Deswegen, Gnu, vielleicht nimmst du mal den folgenden Tipp zu Herzen. Trainieren ein bisschen mehr und dann kannst du vielleicht auch mal ein Workout machen, wo man auch wirklich gefordert ist, ne? Weil das war wirklich sehr einfach. Was zum geiler Haare, Alter. Achso. Bett. Nice. Ha, hat geklappt. Also, soll ich da jetzt reingehen oder was? Irgendwie gut. Oh, ich weiß, was jetzt passiert, weil ich das Game schon gespielt habe. Okay, wusstest du auch, dass das passiert? Nee, aber ich kann dir tatsächlich sagen, dass dieses Spiel die Angewohnheit hat, wirklich unfassbar hoch zu drehen bei den Jumpscares. Ja. Also da geht das Ding einfach auf 300%. Ich saß nämlich auch da und habe mich übel verjagt in dem Moment tatsächlich. Obi. Cross the map! Wait, what? Er hat den Brammen gemacht. Ja. Nein, Hilfe, ich will hier raus! Hilfe! Das ist ja sauber. Ich will hier raus! Ja. Ihr macht ein Scharfenster. So, prima. Das ist ja fantastisch. Dann kann ich ja auch, Charakter muss ich kurz heilen, warte eben. Nee. Oh Gott, ich bin richtig smart. Warum laufe ich so langsam? Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Wir haben jetzt zwei Smoker-mäßig auf Arm. Du musst aufstehen, du bist im Crouch, ne? Hallo, mach ich jetzt alleine B oder was ist mit euch? Nee, eher in den Rücken.
Okay, du denkst jetzt, ich bin dumm, aber ich bin schlau, pass auf. Ja, genau. Oh Gott. Fasziniert davon. Ja, Dass die Worms aussehen wie sie. Ich wusste das immer noch nicht. Ich bin da einfach, dass man die gestalten kann. Mal ganz kurz gucken, Leute. Könnt ihr euch mal dick im Kalender anmarkern? Podcast-Aufnahme mit Jen und ein Google Translator Schokogeki bei Copy and Taste wird es geben am 28. Am 28. September kommt Jen uns besuchen und dann ist Aufnahmesession. Nice. So sieht's aus. Könnt ihr euch dick im Kalender anmalen, Friends. Guck mal. Oh. Lol. Hallo, was ist denn los? Chills, Alter. Benjamin Blümchen hat die Fresse dick, jetzt gibt's Tote. Lass mich in Ruhe. Oh. Was ist da gerade passiert? Das war GTA Roleplay auf jeden Fall. Lauf! Wo ist denn das Licht? Ich hab keine Ahnung! Ich hab mir auch mehr Dankeschön für dein Follow, dass ein Name ich nicht vorlesen kann, weil ich in Panik bin! Wuhu! Oh. Nein, 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 nein! Nein! Wo ist denn das scheiß Licht? Wie soll man denn in Ruhe nach einem Licht gucken? Klappen würde, dann würde die MCA mich aber auch... ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da mit 18 FPS spielen würde, hätte ich aber auch einen Puls von 180 oder so. An der Stelle schon mal sagen. Dafür striken. Wuh. Aua! Au! Alter, wie scheiße kann man sein? Au! Passiert. Ich warte noch auf das... Aua. Ich warte noch. Ah, Mann, Alter, ich hab den Let's What She Said extra nicht gebracht, weil sie noch nicht gesagt hat, voll ins Auge. Ja, Mann, ey. Wichtig. Dadurch haben wir länger jetzt eine Flamme. Jetzt aber! Ja. So! Hammer! Ist noch nicht geschafft, falls ihr das gerade denkt. Das ist eine Perücke, oder? Nee, da hab ich mir die Haare mal rosa gefärbt. Okay, möchte ich ganz kurz sagen, die Phase ist kurz an mir vorbeigegangen, aber bin ich großer Fan. Doch? Echt cool. Wer das schon geschafft ist. Man lobt ja zu selten. Wer denkt denn, das schon geschafft ist, hä? Wartet. Eigentlich will ich gar nicht so weit werfen. Ich habe Angst, dass genau hier eine ist. Tja. Ciao. Oh. Das Ende. Wo bist du? Was? War ja Gold. Oh lol, Alter, der Krüger. Zwar ist das dieser Kopf. Oh! Oh nein! Das ist ja richtig sad! Nein! Verbündeter! Und dennoch mit der Wendel. Alter, Digga, die hassen dich halt. Ein Gegner ist. Ach, lol, Alter! Sehr schön! Cool. Mit Ansage auch, ey. Nicht schlecht. Mann! Was spielt sie? Das kann doch nicht sein, dass ich auf so einen billigen Jumpscare reinfalle. Das ist ja peinlich. Ah, ja. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Auch. Habt ihr das? Guckt ihr das an? Ich hab's doch auf jeden Fall gehört, wie sie gepusht sind alle. Aber nicht alle, Mann. Boah, Melli. Also das war ein Cheater. Melli. Melden. Anzeige ist raus. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen... Samstag? Samstag! Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen... Hey, not bad! Should get your point across. Ah, plus! Now shake! Mich da hinstellen? Für die Brüste.
That's it. Keep going. Ich bin reich. Der mag Bubis. Du auch? Magst du auch Bubis? Geil. Oh lol. Wir haben die gleiche Haarfarbe. Die Situation überfordert mich gerade komplett und ich will jetzt. Ich bin jetzt gerade froh, dass Olli hier nicht sitzt. Der wäre wahrscheinlich sexualethisch außerordentlich verwirrt gerade, behaupte ich mal. Also, warte mal. Wow. Bruder, saug mal deine Couch ab. Naja, mir ist nicht ganz, mir ist nicht die Größe wichtig, sondern einfach, dass es zwei sind, so. Warte, ich muss nochmal. Mit ein bisschen Glauben wächst das schon. Tja, das sage ich mir auch immer, wenn ich mir zwischen die Beine schaue. Ja. DJ Ötz. Ja, wenn er noch einen Bruder hat, kann er ja zu der vorher gehen. Ja. Ja. Das heißt, ja, mit dem Stern. Nein, der hat doch so ein McDonalds-Lied gemacht. Ah ja, der Pizza hat. Na, der, das sind immer so Konkurrenzsachen drin. Aber ja, der geht halt so. Ja. Es ist das Lied, aber es tat mir. Sepp tat mir so leid. Du siehst ja, der mit seinem Rollkragenpullover, der war so krank und war trotzdem. Ich hab's in seinen Stories gesehen. Trotzdem da dabei und man hatte irgendwie das Gefühl eigentlich immer nur so, geh ins Bett, Sepp, ruh dich aus. Kennst du das? Ich nenn's jetzt mal Stellvertreter-Halsschmerzen. Ja. Wenn ich Leute höre, die so total krank sind. Ja. Und dann so kehlig sprechen und so Halsschmerzen haben und so, dann krieg ich übelst die Beklemmungen, weil ich mir denke so, das muss so schlimm sein gerade. Ja, vor allen Dingen muss ich mich räuspern. Definitiv. Ja. Stellvertreter-Halsschmerzen, Alter. Ich wollte doch nur darauf hinaus, dass sie singt. Ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein, das ist doch sein und klar. Lol, ein Glücksbärchen sein, das tun, was ein Glücksbärchen tut. Okay. Ein Glücksbärchen möchte ich sein, so wie du. So wie du. Ja, aber schön. Ich möchte jetzt das nächste Dance-Battle üben. Ich möchte jetzt trotzdem an dieser Stelle ganz kurz festhalten, also es tut mir auch nicht direkt leid, weil es ist objektiv, war das eine schwache Performance. Ja, aber krasse Vorbereitung. Oder auch nicht. Bei der Schmetterlingsfrau? Ja, halt mit dem Schmetterlingsding, obwohl die hat das nicht dafür gekauft, die wird es einfach da gehabt haben. Vergiss, was ich gesagt habe. Smetbo. Ja, warum sollte sie für Glücksbärchen Schmetterling kaufen? Hallo? Lol. Das Hallo vom Es ist ja. Die schärfste Instant-Note. Ja, meine, wenn du so rauskommst, ist ein bisschen abwarten, Rio. Ich habe noch zwei Leute, die ich verkaufe, also die mich unterstützen können. Müsste auf jeden Fall ein Steam Key sein. Aktiv. Was war da? Wow. Oh, ja. Zum Glück ist nichts passiert. Steam Key sein. Aktiv. Ah, lol, das ist da hinten. Irgendeine Standwand oder also, so umgefallen. Warte ganz kurz. Wir können mal ganz kurz. Also rechts. Ja, müsste auf jeden Fall ein Steam Key sein. Aktiv. Okay. Bam. Boom. Wow, Alter. Wow. Oh, was magst du was wiegen? Passiert. Da ist eine Wand runtergefallen. Merkt man vielleicht ein bisschen dumm, dass ich unkonzentriert durch, dass man. Merkt man ein bisschen durch, dass ich aber vielleicht ein bisschen unkonzentriert werde, ja? Das könnte sein, wa? Was macht der Hai denn hier? Oh mein Gott, ich bin über die ganze Map geflogen.
Na, alles klar bei dir? Musst du auch irgendwann mal nachladen, Großer? Munition liegt ja genug rum zu Hause, hab ich gesehen. Ich bring doch mal den Teddy zu diesem Kinderdingsbums. Haltet mich doch auf, wenn ihr könnt. Und hinter ihm. Oder so. Bis ich an dich dahin zu vegetieren. Cheers. Mein Wasser ist leer. Aber der Wille war da. Stark. Hallo, ich verkaufe negative Testergebnisse, müsst ihr nicht warten. Wir haben ja schon. Ah, ihr habt schon, alles klar. Bis dann. Also ich fand schon, dass wir jetzt ein bisschen zur Bindung aufgebaut haben, muss ich sagen. Durchaus schwierig. Mann! These. Ja. Klassischer Friendzone-Rückzug. Ja, kann sein. So, er hat sich rausgewagt. Er hat abgewartet. Ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Und er hat wieder eingelenkt. So. Ich liebe dich. Peinliches Schweigen. Ah, Spaßkeule. Spaß. Ach so, oder so. Weißt Spaß. So? Ja. Aufgebaut haben, muss ich sagen. Oh, gar keinen Bock, Alter. Mann! Was natürlich aber auch sein könnte, ist, sie macht es einfach wie das Stofftier hinter sich, sie ist ein Phlegmon und reagiert unglaublich langsam und er weiß das nur nicht und blockt schon obwohl sie vielleicht positiv hätte antworten können. In einer halben Stunde sie dann so, oh, schade. Ja. So. Mann! Hallo! Du blödes Auto. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wozu ist dieses Spiel eigentlich geworden? Keine Ahnung, Alter. Geil, er kann. Was? What? Bin Fan. Übel nice. Richtig nice, Alter. Alles krass. Wir sehen uns am Dienstag. Jawollo, wir sehen und hören uns am Dienstag. Freu mich. Wir sehen uns schon am Donnerstag. Oh, da war was. Freu mich. Ja, ich mich auch. Bis gleich. Ich auch. Oh, das ist ja richtig bitter, Alter. Tschüss. Sorry. Ich mag die beiden. Das wird spannend mit Phasmo. Ich brauche Ohrenschützer, Nervennahrung, Alkohol. Habe ich was vergessen? Vielleicht eine Decke, in die ich mich weinend einrollen kann? Vor allen Dingen muss Schlo wieder vorbeikommen und wirklich einmal mit dem Staub Ding drüber. Das geht, ja. Das macht mich so fertig jedes Mal. Mit dem Fusselroller. Fusselroller, das war das Wort. Schön mit dem Fusselroller da drüber. Ja. Kopfschmerztabletten? Sag mal, bist du noch ganz knusper in der Birne oder was? Einfach bei meinem Bus einzusteigen und das Ding zu übernehmen. Hast du so noch? Wo fährst du denn hin, Junge? Was ist denn mit dir los? Hier, viel Spaß. Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Was? Aha. Es war gerade so eine Überlegung. Okay. Wie denn? Epischer Kampf. Ja. Kann das epischer bitte jemand Kampf mal kurz klippen? Wer besitzt einen kleinen Körper und
reiß die Schnauze auf wie keine zweite bei Twitch Germany. Michel Baum. Mit seinem grauen Haar rasiert seine Eier in Spänen wunderbar. Er rächt sich bei dir, egal ob Frau oder Kind. Er hat ne kleine Nudel, die du leicht verschlingst. Lebe dich mit mir im Metal an, dann hol ich deinen Kopf und lass ihn in die Wand. Okay. So! So. Oh shit, habt ihr mich gerade die ganze Zeit... Also A, nice. Ja. B, jetzt mal ohne die Audiobearbeitung an der Stelle, möchtest du wieder nicht über ihr wohnen? Ja, das stimmt. Oh lol, Alter, ich glaube wirklich, da schicken wir einfach mal einen Exorzisten vorbei. Einfach mal so, mal gucken, wie verzweifelt der wirklich da wieder rauskommt aus der Butze. Kauen hören, ich hab nee. Ja, die ganze Zeit war richtig laut. Ey. Das war schon echt krass. Mann, ey, ich hab manchmal das Gefühl, ich muss auch irgendwie so gemein sein. Weißt du, ich sag dann nein und dann bin ich wieder der Einzige, der nicht fies war und dann. Ja, das ist natürlich ultra fies. Ja. Flo, du bist. Wenn ich jetzt mal ganz kurz, ne? Real Talk. Das bezieht sich auf Varion, also das bezieht sich auf Flo auch wirklich einfach in seinem Leben. Ja. Der ist so ein, ich benutze das Wort jetzt ganz bewusst, Varion, Flo ist so ein Lieber. Ja. Das ist so ein Lieber. Also egal, ob der eine Sprachnachricht schickt, wo er immer so nervös klingt wie bei einem Vorstellungsgespräch oder ob der irgendwie orgatechnisch sich irgendwie melden muss und im schlimmsten Fall weiß auch Paul, ne, wenn der was absagen muss und so. Ja. So süß. Aber, um jetzt mal hier Beef reinzubringen, wir haben einen Deal. Er war auf der Suche nach Sponsoren. Ich habe mich angeboten. Ich habe ihm einen Deal unterbreitet. Er hat ihn angenommen. Und ich bin nicht als Sponsor bei ihm aufgeführt. Was so. Für ein Sponsor, worum geht's? Er hat gesagt, alle Leute haben irgendwie so Twitch-Stream-Sponsoren. Ach so. Und er hat keine. Und hab ich gesagt. Du willst einer sein. Ja. Nice. Mach ich, für zahl ich. 2 Euro im Monat. No! Alter, ich mehr als verdoppeln tue ich da. Ich schreibe ihn mal an. Gino hat schon 5, aber ist egal. Mein Deal wurde angenommen. Ja, ich habe das schriftlich. Und du hast kein Panel unter seinem Stream. Und ich habe noch kein Panel, nee. Hurensohn. Habe ich ihm heute Morgen auch gesagt. Hat mir nicht gefallen. Gar nicht klar. Ja. Nice. Du bist ein richtiges Arschloch, weil du einfach nicht fies bist. Also was haben wir bis jetzt? Gefriertemperatur. Das Lachen nur von links kommt, macht mich komplett irre. Ja. Wusa. Es ist kalt. So, es ist kalt und wir haben einen Orb. So. Gut. Tankstellen-Sushi. Die Konsistenz ist ja richtig krass. Richtig krass fischig. Ich hasse Fisch. Hä? Was ist denn noch ein Fisch? Ich hasse Fisch. Warum esse ich das? Hä? Was? Den einzigen Skillcheck, den ich bisher verkackt habe, war der... Hier. Hä? Der hier. Den ich bisher verkackt habe, war der... Hier. Der hier. Der hier. Das habe ich gerade nicht verstanden. Sayori hat mich jetzt aufgehört. Ja. Rein. So. Was ich sagen kann, ist, mein Upload sieht eigentlich ganz okay. Stimmt, ja. Nice, Alter. Wie lange braucht die Erde, bis sie sich einmal um die Sonne gedreht hat? 4 Stunden. Tage. Das ist aber so eine. Wie lange braucht die Erde, bis sie sich um die Sonne gedreht hat? Ja. Aber das sind das nicht 24 Stunden, oder?
Nein. Da dann werden wir, dann nee, werden die wir Sonne ganz schön dreht sich schnell. Doch um die Erde, oder? Oh, lol. Ach so, 365 Tage. Ach so. Ach so. Das sind halt so, das sind halt. Aber auch nice, ne? Sie greift einfach alles an. Das ja. Das heliozentrische Weltbild. Sie ist einmal komplett mit dabei. Und drehen so bei einer Scheibe? Na klar, Olli. Aber du jetzt Paul, Twitch-Clips. Alicia. Ja. Das war ja so eine richtige Überraschung zum Ende. Die krasseste Endcard überhaupt. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Da war ich ja ganz böse. Weil sie hatte einmal ein 12-Stunden-Stream-Sub-Goal ja. Und dabei dann ein Sabaton. Ah. Kann sein, dass ein bisschen daran auf meine Kappe gegangen ist, dass sie 3 Tage lang streamen musste. Nice. Ah, schön. Ja, aber du jetzt Twitch-Clips bunt ist geworden. Nice. Schön. Wunderbar. War's. Ja, also auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Liken hier einmal bei Twitch Clips Germany und bei uns. Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Kommentare schreiben, liebevolle Sachen, ja. All sowas. All sowas. So sieht's aus. Bye.